Okay, werte Damen und Herren, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kein Lauf, läuft mal wieder automatisch. Herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 2. Wir sind jetzt am Hafenviertel. Wir wurden gerade soeben von Yuma verraten. Üble Sache. Hier ist Nebel, das sollte ich ausnutzen. Genau, auf jeden Fall müssen wir uns jetzt von ihr den Nexusstein zurückholen. Aber unsere Aufgabe war eigentlich auch was anderes und ich muss gerade gestehen. Das mal nochmal! dass ich gestehen muss, dass ich wieder vergessen habe, was eigentlich. Also den Mechanismus haben wir eigentlich vernichtet, ne? Ich glaube, genau diese Hüden-Dings da irgendwie, ne? Was war das nochmal? Wow, ich habe gestern aufgenommen, ich habe es irgendwie wieder voll verdrängt. Aber die Story von dem Spiel ist jetzt auch echt nicht so krass. Wow, was war das? Oh Gott! War für ein Sound gerade, Hilfe. So, versuchen wir es auch einfach nochmal. Das ist so ein bisschen auch so ein Prinzipien-Ding. Beziehungsweise, ich glaube, hier ist es alles andere als dämlich, wenn ich halt auch wirklich gucke, dass ich die hier auf Stealth kille, weil das sind irgendwie 3 Stück oder so. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich den jetzt gerade gekillt habe, aber er ist tot auf jeden Fall. Und das ist viel wert. Okay. mein Gott, was ist denn los gerade? Habe ich einen kleinen Frosch im Hals? Ich hoffe, ich kann jetzt hier so rum. Ich glaube schon. Na gut, ich kann ja unendlich lange unsichtbar bleiben, glaube ich. Lag. Doch nicht rum. Da passt das schon irgendwie. Ah, den kriege ich jetzt. Sehr gut. Und wenn der letzte jetzt. Wow, wenn der letzte jetzt nicht gestealth-killed wird, dann ist das nicht so dramatisch, würde ich mal behaupten. Wie interessant, dass du irgendwie deinen Kollegen noch gar nicht gesehen hast, scheinbar. Huh! Jetzt hat er es gesehen. Da guckst du doof, wa? Ich finde es ja witzig, dass die halt irgendwie dann anscheinend zu den. Den Leichen gehen, aber halt überhaupt nicht Alarm schlagen oder so. Einfach nur hingehen und dann so, ja, okay, das ist halt jetzt tot. Mir sei es recht. So, dann sauge ich jetzt mal alle 3 aus hier. Oder zumindest die beiden vielleicht. Reicht ja vielleicht schon. Damit ich doch ein bisschen lila Saft kriege für meine Lebensleiste. Ja. So. Ich muss ich scheinbar wieder kontrollieren. Ach, der andere ist mir jetzt zu weit hinten da. Wir kriegen das auch so hin. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Simple as always. Und ich töte dich jetzt einfach aus Prinzip. Yippie! Okay. Okay. Checkpoint. Hier darf niemand ohne Kennwort passieren. Der Nebel ist zu dicht. Die Schiffe können erst ablegen, wenn jemand die Leuchttürme einschaltet. Aha. Muss ich jetzt die Leuchttürme einschalten? Da muss ich die einfach kontrollieren und die fucking Tür öffnen. Nee, okay. Verboten, alles klar. Waren es nur 20 pro Kilo. Tja, letzte Woche. Ja, das ist Wucher. Pass auf, die Sarafanen kaufen alles, was sie wollen. Und sie bestimmen den Preis. Das ist alles, was ich noch habe. Und von irgendwas muss ich auch leben. Du bist nicht der Einzige, der Hunger hat. Nimm es oder lass es. Ich geb dir 10. Das ist Raub. Die werden sich nicht mehr einig. Ja, diese netten Gespräche, die man hier manchmal hört, habe ich so in den letzten Kapiteln ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir wieder in Städten unterwegs, von daher. Kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen was mit. Was war das gerade für ein Geräusch? Hat irgendein Kind rumgeschrien? Ich habe Angst gemacht, muss ich sagen. Okay, da kommt auf jeden Fall. Da kommen wir auf jeden Fall rein, behaupte ich mal. Mach mal auf, um dann festzustellen, dass es wahrscheinlich instant wieder runtergeht, wenn ich loslasse. Nein.
Doch. Ich glaube, das ist gerade wieder runtergefallen. Aber da gucke ich hier nochmal eben, was wir hier noch so vielleicht reißen können. Da ist noch eine Tür, aber die ist hinter einer... Also der Schalter ist hinter der Tür, das wollte ich sagen. Ach ja, ich meine, ne, warum tue ich es eigentlich immer wieder und guck mich um? So, es bringt ja nichts. Wenn man irgendwo einen Schalter sieht und eine Tür sich öffnet, weißt du genau, da ist der Weg, woanders geht es nicht lang. Da ist nur Dead Ends. So. Nehme ich die Axt. Denn die im Haus erspart auch den Zimmermann. Und das Bild hier hinten. Oh oh. Ups. Na komm. 3, 3, 4, 5. Shit. Ja, keine Ahnung. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie man Gegner angreift. Ich hab's verlernt. Wir machen's. Ganz modern mit dem hier. Gut. Hat ein bisschen Angst, dass die vielleicht nicht One-Hit sind mit dem Ding. Aber doch. Sehr schön. Okay. Muss ich auf jeden Fall aufpassen, nicht, dass ich hier dumm ins Wasser falle, ne? Wir erinnern uns, was neulich passiert ist. Das war nicht sehr angenehm, möchte ich sagen. Bestimmt irgendwo eine Truhe an so einem Steg. Hm. Leider nicht. Ich springe jetzt nicht auf so ein Schiff rauf. Ich habe Angst, dass ich daneben springe. Oh. Aha. Da kann man auf jeden Fall rauf. Hm. Ich wollte gerade sagen, merke ich mir, aber ich gehe da mal erstmal rauf. Ja, so kann ich hier. Achso, hier geht's weiter. Okay. Okay. Es geht wahrscheinlich wieder zurück gleich. Ja, hab ich mir gedacht. Da muss Strom hin. Alright. Und hier auch so ein Ding. Hier auch. Gott. Ja, okay, hier ist es aber schon direkt. Die müssen jetzt eigentlich die Dullis direkt stehen, oder? Mehr oder weniger. Na gut, komm, dann machen wir das mal erstmal hier. Na, betätige bitte. Danke. Oh Gott, ich hoffe, das reicht. Sehr schön, gerade so. Hey. Mach ran. Aha, so einfach geht das. Ich glaube nicht, dass Leuchttürme so funktionieren, dass Leuchttürme bestimmen, wann Schiffe losfahren oder ankommen, sondern eher so... Wir sollen eher so markieren, wo Land ist. Aber naja, wer weiß das schon. Was weiß ich schon über Leuchttürme, ne? So. Mag, ich finde Leuchttürme ja doof. Würde ich mir nicht auf die Haut ballern. Ich soll damit aufhören. Ich sollte aufhören, versuchen zu kontern. Einfach jetzt hier... Oh Gott. Naja, vielleicht doch einmal reinhauen, wenn es ihm geht. Oh scheiße, es war ein roter Angriff. Ich hab nicht. Ja, ich hab nicht hingeguckt. So. Du schon mal weg. Ohne gekillt. Toll, ne?
So, wir waren ja gerade noch in der Cutscene, die eine Kiste gesehen, die ich natürlich auch noch sehr gerne looten wollen würde. Wenn wir schon mal hier sind, das war ja da, wo gerade das Schiff abgehoben ist. Abgehoben. In die Luft. Ja, aber da war da. Ja, aber da war du. Da war ich ja gerade, genau. Hier tilten die Dudes. Das heißt, da war der Leuchtturm, da ist das Schiff gewesen. Das heißt, da drüben ist die Kiste. Ja, da ist sie. Ja, ich weiß auch, wie ich da hinkomme, theoretisch. Hier ist auch nichts Spannendes. Außer eine Boje. Na dann, springen wir mal rüber. Juhu! Sie lassen mich nicht runter zu den Docks. Angeblich wegen des Nebels. Aber ich muss zu meinem Boot. Sag einfach das Kennwort. Nordstern. Dann lässt er dich durch. Danke, Kumpel. Ich schulde dir was. Nordstern. Okay. Dreieck. Ich muss überlegen, wie man nochmal Truhen öffnet. Hilfe. Mit Zeit ist das Spiel beendet hier. Kann es ja keiner mehr geben. Ja, Blood Omen 2. Ich freue mich aufs Fazit. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich finde dieses Spiel okay. Es ist das okayste Spiel aller Zeiten. Naja. Und merkt halt irgendwie, dass das Spiel, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, was das Problem war, gleich von Anfang an Zeitdruck hatten und gesagt haben, so, Legacy of Kain geht gerade ab, also bitte macht ein Spiel innerhalb der nächsten 6 Monate. Und die so, bitte? Und dann so, okay, in den nächsten 7 Monaten. Und die so, alles klar, wir machen jedes Rätsel, einen Schalter, eine Tür, das war's. Basically. Unser Combat-System ist auch nicht wirklich ausgereift. Na, das fällt eh gleich wieder runter. War ich da gerade oben? Ich bin gerade hochgelaufen. Ich bin gerade oben gewesen, oder? Bin ich gerade oben gewesen? Ich weiß es nicht. Ich bin so. Bin gerade so. Achso, ja doch. Ich habe gerade so Brain AFK gespielt, tut mir leid. Aber wir haben jetzt ein Passwort, ne? Das können wir wahrscheinlich irgendwo verwenden. Wir haben den Leuchtturm aktiviert. Ja, dann sollte der Typ jetzt eigentlich zufrieden sein, ne? Der da. Schon wieder. Kennwort. Nordstern. In Ordnung. Komm schon rein. Nordstern. Der gute alte Nordstern. So. Wieder die schönen Fünfer. Also diese blauen Kisten, also die mit den blauen Punkten da drauf, geben glaube ich immer 5 so eine Seelen und diese roten immer 3. Ja, macht mit Info, was ihr wollt. Da geht's nicht hoch. Da geht es nicht hoch. Deswegen freue ich mich immer mehr über die blauen Kisten. Aber ich nehme auch die roten Kisten, ne? Ist gar kein Problem. Ja, und wieder, ne? Wir sind schon wieder fast fertig mit der lila Leiste. Also irgendwie kommt mir echt immer so vor, dass so am Anfang so die ersten, weiß ich nicht, 3 Viertel immer super schnell gehen. Letzte Viertel, das dauert immer voll lang. Gefühlt. Ist wahrscheinlich nicht so, aber... Es fühlt sich so an. So, komme ich da irgendwie in die Ecke rein? Ah, okay, ich verstehe. Und das nächste Schiff fährt los. Der nächste Kutter fährt los, nicht? Geht er rüberspringen? Kommt mir so weit vor, um ehrlich zu sein. Aber nö. Juhu! Oh, shit. Ach, aber noch. Ich hab das ja sogar schon bereit. Tja, da guckt er doof, ne? Ihr könnt das auch haben, wenn ihr wollt. Was hat er denn für ein schickes Schwert hier gedroppt? Ah, so eins, okay. Dann scheint das wohl auch ganz gut zu sein, ne? Das hatten wir schon mal irgendwo gefunden, aber nicht von diesen Gegnern. Die Gegner dürften neu sein.
glaube ich. Oh, Nebel. Hä? War der Nebel gerade... Ist der gerade einfach gespawnt? Der war doch eben noch nicht da, oder? Ach, keine Ahnung. Oh Gott, warum springe ich hier rüber? Ich Wahnsinniger. Zum Glück bin ich nicht ersoffen. In Soul River konnte man schwimmen, möchte ich nochmal anmerken an dieser Stelle. Hier nicht. Ich meine, es gibt irgendwie Sinn, weil ich ein fucking Vampir bin. Wie war denn nochmal ein Blatt um ein 1? Da war doch auch irgendwas. Was konnte man da machen, damit man schwimmen konnte, glaube ich? Sich in ein Tier verwandeln? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Da gab es Tiere, in die man sich verwandeln konnte. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Joa, was die Kiste mir jetzt bringen soll, ist auch irgendwie ein für immer ungelöstes Rätsel. Hä, was soll die Kiste denn bringen? Hm. Hier ist ein bisschen brüchig, ne? Hm. Okay. It's that simple. Ich kann kriegen einen Drehwurm hier, ey. Ich will mich halt auch gut umgucken. Oh. Die Kiste hat noch einen Sinn. Oh Gott, diese Steuerung. Darf ich ja mit dem Steuerkreuz spielen? Ich glaube nicht, ne? Hatte ich, glaube ich, schon mal getestet. Wunderbärchen. Wenn ich wie analog ausmache? Nee. Steuerkreuz ist tot. Alles klar. Also bei so friemeligem kleinem Laufen ist ein Steuerkreuz manchmal schon viel wert. Das ist ja basically eine Panzersteuerung hier. Sowas spiele ich eigentlich auch lieber mit dem Steuerkreuz. Aber so kurz vor Ende des Spiels, im vorletzten Kapitel, da kann man dann auch mal sagen, okay, ich spiele weiter mit Stick. I drive Stick. Yeah. Na? 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. Schade. Oh, shit. Ich sehe die rote Attacke irgendwie mal so schlecht bei dem. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Da frage ich es nicht. Was war das denn jetzt? Reichweite nicht vorhanden. Ach ja. Wie es der Insel wieder raus tropft, ist ja ätzend. Kackblut hält auch nicht mehr lang, ey. Hat den Blauen 1 länger gehalten. Aber ich glaube, wenn man, man kriegt ja, over time verliert man immer ein bisschen Blut, aber ich glaube, in den unteren, also wenn man wirklich nur noch wenig Energie hat, passiert das sehr viel seltener. Ich habe manchmal ja schon wirklich mit sehr wenig Leben auch länger überlebt, also. Da scheint das Spiel halbwegs fair zu sein. Ich sag bewusst halbwegs. Denn irgendwie ist es schon ganz schön mies, wenn du, keine Ahnung, gerade so überlebst und dann denkst, ha, ich kann nochmal comebacken und dann einfach so kippt keinen einfach um. Einfach so. Bleib mir vom Leib. Keine Angst. Bist du kein? Ich soll dir helfen. Du musst den Leuchtturm neu ausrichten, damit das Versorgungsschiff anlegt und die Zugbrücke gesenkt wird. Ich kann die Türen zum Dock für dich öffnen, aber vorher musst du den Leuchtturm abschalten, sonst sehen sie mich. Und wenn sie uns sehen, töten sie uns. Ich mag es, wie seine Animation gerade einfach eingefroren ist in der Hälfte. Und keinen sich noch weiter bewegt hat. Es ist so schlecht, lalalala. Ich wollte gerade sagen, wie wär's denn mal wieder mit dem Checkpoint? Danke.
Kommt mir bekannt vor irgendwie alles hier. Wirklich? Es war so groß. Du träumst, Ado. Wirklich? Und es ist verschwunden, als das Licht ausging. Ist über Bord gegangen, hat sich in Luft aufgelöst. Genau. Mehr habt ihr nichts zu erzählen? Okay. Ist fein für mich, aber ein bisschen komisch. Weiter hinten mal oder so? Kann das sein? Oh ja, da habe ich ihn geschlachtet. Alles klar. Ich verstehe. Boah, das wäre so ein Dicker. Aber ich habe ja auch schon wieder hier, ne, die gute Fähigkeit parat, quasi. Schon wieder ist in diesem oberen Ding hier was drin. Wie, der hat mich jetzt gesehen da unten. Wo sind wir denn hier? Okay, komm. Aua. Oh ne, ich werde hier beschossen. Das ist ja stressful. Okay. Nee, okay. Naja gut, ich habe immerhin jetzt ihn besiegt, aber leider habe ich jetzt viel Damage davon getragen. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Oh Gott, ich glaube, er hat mich gesehen. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat gefallen. Beim nächsten Mal, ja, gehen wir mal hier in die, weiß ich nicht, Lagerhalle oder so. Und, mit dem Aussaugen des nächsten Gegners dürften wir auch wieder unsere Leiste füllen. Geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.